Spurensicherung an einem der Tatfahrzeuge. Mit diesem Mercedes sind die Räuber um kurz nach 21 Uhr ohne Licht auf den Geldtransporter zugefahren, haben ihn frontal gerammt und so zum Stehen gebracht. Zur gleichen Zeit näherten sich die Komplizen in einem weiteren Fahrzeug von hinten. Drei bewaffnete Männer sprangen heraus und forderten die 46- und 49-jährigen Fahrer des Geldtransporters auf, auszusteigen. Doch die Fahrer reagierten geistesgegenwärtig. Sie blieben in ihrem verriegelten Fahrzeug und fuhren zurück auf das nahegelegene Betriebsgelände ihrer Firma hier im Berliner Bezirk Marzahn. Die beiden Männer erlitten einen Schock und wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Wir werden uns das jetzt mit einigen Stunden Abstand noch mal anhören, was Sie beobachtet haben. Und wenn wir dann genauere Erkenntnisse haben, Täterbeschreibung etc., werden wir selbstverständlich auch prüfen, ob es möglicherweise gleichgelagerte Taten in der Vergangenheit gab. Denn die Täter sind noch auf der Flucht. Um ihre Spuren zu verwischen, haben sie zuvor den Mercedes, der den Geldtransporter gewaltsam stoppte, in Brand gesteckt. Jetzt sind Kriminaltechniker am Tatort im Einsatz, auf der Suche nach möglichen Hinweisen auf die Täter. Das Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.